Hey, ja. Willkommen zurück zu Crimson Sea 2 zur Fortsetzung. Die spielt's. Beim letzten Mal haben wir die Mission gegen die Wand 1 gemacht, wo wir 3 blaue Drohnen finden mussten, ohne dabei getroffen zu werden. Haben wir geschafft. Können da jetzt weitermachen auf dem IGO-Quartier mit Gesprächen. Vorbereitung der nächsten Mission. Ja, dafür gehen wir hier und gehen einmal zu ihm hier. Willkommen. Ja, willkommen zurück zu Crimson Sea 2. So, wo wir mittlerweile ja, ein paar NP-Dinger haben. NP-Kapseln. Genau, haben wir mittlerweile zwei Stück. Und davon sogar 3 gesammelt, ohne dass wir was bezahlen mussten. Kann vielleicht mal einsetzen. Mal gucken, wenn sie die Gelegenheit bietet. Wenn wir brauchen. Die wollen wir noch haben, NP Booster 1, aber haben wir halt ne und nicht. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber haben nichts weiter zu kaufen. Okay, fangen wir an zu reden mit da hinten. Gehen wir nach da hin und führen Gespräche. In der Hoffnung, dass es neue Gespräche gibt, aber man weiß ja nie so genau in dem Spiel hier. In der Regel sind es relativ wenig, ne? Willst du das total wieder ausprobieren? Nein. Da habe ich Ja gedrückt. Na gut, dann sag ich mal, hallo, hast du noch was Neues? Ja, habe ich jetzt auf Ja gedrückt, mal zur Abwechslung, aber. Nein, willst du total das verlassen? Ja, natürlich. War ein Versehen, aber ich wollte jetzt mal gucken, ob du was Neues hast. Habe ich jetzt wieder hier? Mysteriös. Ich werde plötzlich von dort nach dahin teleportiert. Warum ist das so? Was soll das denn? Was ist das für ein Zauberspiel hier? Kolonieschiff? Langleg, das hier in der IEG? Selbst ich habe davon noch nie gehört. Und was tut die Regierung? Und was hat Langleg vor? Das weiß ich auch nicht. Das ist der Übungsraum. Wenn ihr Kunst zu kämpfen lernen wird, dann fragt ihr den fragenden Typ da drüben. Ja, der teleportiert mich da hin, das ist ja ganz gefährlich. Seltsam, mysteriös. Spart man sich so den Weg zurück, theoretisch, ne? Aber. Das bringt wirklich alle Zeit zurück. Willst du mir ein bisschen Erinnerung schwenken, Show? Über was willst du reden? Über dich, was du so machst? Warum du hier die ganze Zeit hier rumstehst? Nicht mit anderen Leuten redest? Aber außerdem von der hier? Hey, Show? Kann ich dir was fragen? Du magst ja Frauen aus höheren Schichten, oder? Nicht besonders. Hahaha, du kannst das nicht von mir verbergen. Du willst definitiv, dass deine Frauen hohen Status haben. Jemand so hochklassig wie die Enkelin des Präsidenten von Quahaff? Naja, wenn sie Tochter des Präsidenten wäre, vielleicht eher, aber so freue ich mich lieber die Prinzessin von Semplice. Die ist mir deutlich hochrangig genug. Viol war also eine Menace. Aber er versucht, den Anführer der Menace zu vernichten. Langleg. Ich verstehe das nicht. Egal, ich werde alle deine Fragen beantworten. Das ist ja nett. Hey, ihr müsst jetzt Bescheid wissen. Was hast du denn damit zu sagen? Ich dachte, Bowan wollte mir alle Fragen beantworten. Nicht du. Ich hab doch gar keine Antworten gefunden für meine Fragen. Die ich auch noch nicht kenne. Übrigens, egal. Das Kolonieschiff war auf Agitate versteckt. Was hat das IEG-Quartier vor 2 Jahren getan? Hatten wir mal Probleme mit Exile. Das war vor 2 Jahren. Das hat nichts mit dem Kolonieschiff zu tun, oder? Ich meine, da muss doch viel länger drunter liegen. Und sie haben den Anführer der Feinde, Lang, wie auch immer, zu ihrem Hauptcomputer gemacht. Schon während dem MIBA-Projekt wollte ich ihnen mal kräftig die Meinung sagen. Aber was bitte für die Regierung im Schilde? Keine Ahnung. Hey, wie willst du das Bescheid wissen? Über nix. Ihr habt ja nichts rausgefunden. Für Menschen, die infiziert wurden, gibt es keine Heilung. Die dazu verdammt, Menace zu werden. Egal, was getan wird. Der Keim entwickelt sich und bildet eine Resistenz gegen jedes Heilmittel. Aha. Also kann man denn irgendwie... Gibt es kein Antikeim oder so? Wie in dem anderen Science-Fiction-Universum? Meine nur... Ja, gehen wir hier vorbei.
Nachdem das interplanetare Transportsystem repariert wurde, kannst du nach Semplice reisen. Das ist schön, freut mich, endlich. Da nun die Schlacht auf Semplice weitergeht, wirst du nicht mehr die Möglichkeit haben, nach Alitator zu kommen, oder? Ja, noch genügend zu tun, keine Sorge. Meine Mutter ist auf Alitator, ich mache mir solche Sorgen um sie. Warum bist du nicht da? Hä? Die Situation wird immer schlimmer und schlimmer. Welchen Sinn hat es, unser Leben im Kampf zu riskieren? Wenn wir nicht kämpfen, was dann? Davonlaufen? Das Universum wimmelt von Menace. Man kann nirgends hin. Selbst wenn, es ist immer noch besser zu fliehen und zu leben. Das Mädchen muss sich nur selbst opfern, um das gesamte Universum zu retten. Besser sie als wir. Das ist auch kein Leben, aus dem ich flüchten muss, oder? Wenn man immer noch Flucht ist, kann man doch gar kein Leben aufbauen. Hat ja gar nichts zu bedeuten in dem Sinne, ja? Ein Kolonieschiff. Und dann Viol. Wenn ich das nur höre, komme ich zu der Überzeugung, dass er der Mann hinter all dem ist. Das kann nur möglich sein. Ja, vielleicht schizophrenischer Gegner, der weiß nicht, dass er der Böse ist. Von Geburt an besetzen die Männer feste Rollen. Um diese zu erfüllen, verändern sie sich und passen die Umgebung an. Die Mehrheit besitzt Angriffsfähigkeiten, um die Spezies zu beschützen und vom Aussterben zu bewahren. Zu diesem Zweck entwickeln sie sich. Gebrauch von Umgebung und Ressourcen maximieren, mit dem Ziel, eine vollkommene Rasse zu schaffen. Das sind die Menes. Ja, hast recht. Bitte vergib mir. Ich wollte so etwas nicht zu dem Helden sagen, der das Universum gerettet hat. Hat doch wieder glatt vergessen, was das Problem gewesen sein soll. Ich kann mich... Was war denn das? Was hast du uns denn gesagt? Hast du uns irgendwie beleidigt, weil ich mir nichts mehr weiß? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß mir jetzt nicht, ehrlich gesagt. Was? Kein Glück? Diese Jagd durch Spezies. Ah, der Männersoldat. Ja, der hilft mir auch nicht weiter. Ich finde ja keinen Männersoldaten mehr. Alle ausgerottet schon. Nur die Offiziere. Was? Dies warst du nichts für mich? Wie viele hast du bisher für mich gefangen? Ja, 26. Ich will immer noch mehr. Also schleppe sie einfach an. Ja, erstmal nicht. Ja, müssen wir gucken, was uns so erwartet. Hier, mit dem muss ich auch noch reden, ne? Um Lenglex zu besiegen, muss Fine ihre Antiwelle einsetzen. Hat Viola das wirklich gesagt? Wenn Fine das wirklich tut, dann wird sie auf jeden Fall sterben. Ja, genau. Kannst du dir keine andere Möglichkeit vorstellen, das Universum zu retten? Wenn ich mal genau wüsste, was dieser Lenglek ist. Ich meine, wir wissen, dass er im Computersystem eingespeist wurde, aber ist es ein Computer oder ist es noch eine Person? Kann man die Person nicht anders töten? Das ist halt die Frage. Wenn es ein System ist, ja, kann man das irgendwie abschalten? Stecker rausziehen oder so, weiß ich nicht. Oh, da ist Sho. Wie immer sieht er gut aus heute. Ich werde einfach zu ihm gehen und mit ihm über irgendwas reden. Irgendwas wie... Ist es wahr, dass Fine sterben muss, um den Wellen zu retten? Ist da irgendwas in meinem Gesicht? Nein. Schuld ist nur ein Herz, das ich nach dir sehen. Ja, tut mir leid. Viol war also eine Menace. Na, wenigstens haben wir die Schwachstelle Lenglex entdeckt. Aber der Grund für Lenglex hier handeln ist immer noch ein Rätsel. Ja, genau. Um Lenglex zu besiegen, ist eine Antiwelle in voller Stärke nötig. Um die Welt zu retten, muss ich... Es muss einen anderen Weg geben. Glaube nicht, was Viol sagte. Willst du die Spielfinger wechseln? Ja, will ich. Ja, ich frage mich auch, wenn die Menace verantwortlich ist, also länger verantwortlich ist, dass das Viper-Projekt gibt, wegen der Viper-Welle, dann frage ich mich, wo kommen die Antiwelle denn her? Ich meine, es gibt ja die Viper-Welle, die, wissen wir jetzt, dass die von den Menace kommt, ja? Durch Lenglek hat ja das Viper-Projekt gleich gestartet. Nur die Frage ist dann, was ist mit der Antiwelle? Wo kommt die her? Ich meine, wir wissen ja, dass Fine eigentlich auch dafür geschult wurde, ihn zu töten. Ja, wegen der Viper-Welle. Aber es fällt auch so gleichzeitig der dafür gedacht, gegen die Antiwelle zu kämpfen. Aber funktioniert das denn? Keine Ahnung.
Das ist nur eine Idee, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin planlos. Gehen wir dahin am besten, ne? Würde ich mal sagen. Nachdem das interplanetare Transportsystem repariert wurde, kannst du auch dorthin nach. Kannst du auch nach Semplas reisen. Ja, genau, das wollte ich mal sagen. Genau. Ja, das war jetzt voll schlecht. Fine, ich will dir etwas sagen, aber bittere Univers. Schon gut. Es ist nichts. Vergiss, dass ich es angesprochen habe. Ja, wir vergessen, keine Sorge. Jeder sagt es. Wenn du dich selbst opferst, dann wird das Universum gerettet. Deswegen alles kleine Heuchler. Sie würden nicht wagen, es dir ins Gesicht zu sagen. Nee, aber du hast immer ein offenes Ohr. Willst auch trotzdem flüchten. Machen wir mal so rum. Bist du müde? Du bist bleich. Gib auf dich acht, Fine. Du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Ja, deswegen bin ich ja so bleich. Was glaubst du denn, wenn man hört, dass man sterben soll? Man muss, besser gesagt. Es gibt immer einen anderen Weg. Ja, mal sehen, wie der aussieht. Hey, bist du in Ordnung? In letzter Zeit siehst du ziemlich niedergeschlagen aus. Mir geht's gut. Hab ich von der Tatsache, dass ich bald sterben soll. Aber sonst geht's mir super. Nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Wir haben auch nichts zu sagen hier, glaube ich. Eigentlich ist Zeitverschwendung hier umzulaufen. Viol war also eine Menace. Aber er versucht, den Anführer der Menace zu vernichten. Länglich! Ich habe es schon eben gesagt, aber ich verstehe das nicht. Egal, ich werde alle deine Fragen beantworten, die du hast. Hey, ihr müsst jetzt Bescheid wissen. Immer nix, ihr habt ja nix. Hab ich gehört. Das Kolonieschiff war auf Agitator versteckt? Ja, war es. Was hat das Agitator vor 2 Jahren getan? Sich gegen im Ektar zur Wehr gesetzt. Und sie haben den Anführer der Feinde, Leng, wie auch immer, zum Heimcomputer gemacht? Das habe ich gehört, ja. Schon während dem Viper-Projekt wollte ich Ihnen mal kräftig die Meinung sagen. Was bitte für die Regierung im Schilde? Keine Ahnung, vielleicht nach Macht und... Ja, nach Macht halt und Machterhaltung und so. Hey, über was willst du Bescheid wissen? Über nix. Trotzdem, danke der Frage. Wenn Menschen infiziert wurden, gibt es keine Heilung. Sie dazu verdammt, Menace zu werden. Egal, was getan wird. Der Keim entwickelt sich und bildet seine Resistenz gegen jedes Heilmittel. Kann man den irgendwie rausoperieren? Weil wenn man den rausreißt aus den Menschen, dann ist er ja nicht mehr da. Ne? Dann kann er auch sich Heilmitteln entwickeln, wie er will. Erwehren, wie er will. Interessant. Das ist der Übungsraum. Wenn du die Kunst zu kämpfen lernen willst, dann frage dich da drüben. Wenn du die Kunst zu rutschen erlernen willst, dann frage mich. Das ist ja nett. Diese Agitatis gab es ja im ersten Teil ja auch gar nicht. Ja, da gab es ja nur Eingeborene auf Minomoso. Aber kein Agitati irgendwie. Eingeborene Agitatis. Da wussten wir nichts von. Willst du das Teil ausprobieren? Nö. Ich will aber rutschen lernen. Wie geht das? Ich erzähle dir das, weil ich nett bin. Ja, wie immer. Es gibt eine Menge Leute, die über dich reden. Ich weiß, hast du mich immer erzählt. Dass du dich langsam sputen solltest, wenn du Länglek durch deine Selbstopferung vernichten kannst. Hey, reg dich nicht zu sehr darüber auf. Ich erzähle dir das nur, weil ich ein netter Mensch bin. Ja, ich weiß, wie nett du bist. Von wegen Missgeburt und so, ne? Ja, super ist das. Naja. Sieh dich an. Die Leute schlamenzeln wegen deiner Antiwelle um dich herum. Hör mir diesen dramatischen Getue auf. Du warst schon immer so. Du musst dich wirklich bei Professorin Und eingeschmeichelt haben. Was hat die für Probleme eigentlich? Ist sie irgendwie neidisch? Oder eifersüchtig, dass sie diese Antiwelle hat? Ja gut, Neid ist ja eine Form von... Nee, Eifersucht ist ja eine Form von Neid. Ich sehe, dass du dich so interessierst. Ich werde dir alles über ihn erzählen. Was willst du reden? Über dich will ich mal reden. Was du so machst, aber da weißt du ja schon alles. Habe auch ein paar Mal nicht schon gefragt. Aber keine Antwort, auch eine Antwort. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Mission, würde ich sagen.